Hallo, willkommen zu einem neuen Video. Ja, in diesem Video geht es um die Heizungsthermostate, hier unter anderem auch um diesen Heizungsthermostatkopf. Ich möchte mit euch mal hineinschauen, wie sieht das Ding eigentlich von innen aus, wie ist so ein Teil aufgebaut und dazu müssen wir es zerlegen. Bevor wir jetzt aber das Ding hier wild auseinanderreißen, schauen wir uns mal eben an, was macht dieser Thermostatkopf überhaupt. Er steht jetzt hier im ausgebauten Zustand auf Stufe 5. Stufe 5 heißt, hier ist in der Mitte so ein kleiner Pin. Der ist momentan komplett eingefahren. Ich drehe das oder reguliere das jetzt mal auf die Stufe 0 und ihr könnt innen drin sehen, wie dieser kleine Pin so langsam aber sicher aus diesem Thermostatkopf herauswandert. Und was macht dieser Pin an unserer Heizung? Dieser Pin schiebt das Gegenstück hier in dem Thermostat einfach nur rein und wieder raus. Ist dieses Ding komplett eingefahren, nach innen gedrückt, kommt hier kein warmes Wasser mehr in die Heizung hinein. Ist der komplett geöffnet, kommt hier Maximum an Wasser in diese Heizung hinein. Und nichts anderes macht dieser Thermostatkopf. Sollte bei euch mal dieser Pin klemmend schwergängig sein, die Heizung geht überhaupt nicht an. Oben in der Ecke seht ihr jetzt ein Video, wie man den wieder leichtgängig bekommt, sodass eure Heizung überhaupt wieder anspringt. Und wir konzentrieren uns jetzt aber auf diesen Thermostatventilkopf. Wir haben ja gerade gelernt, wenn der Pin raus ist, wird das Gegenstück am Heizungsthermostat reingedrückt und es kommt kein warmes Wasser mehr heraus. Dementsprechend ist die Heizung dann aus oder an, je nachdem, was wir hier einstellen. Jetzt müsst ihr aber wissen, in diesem Thermostatkopf ist eine Temperaturerkennung. Nur die sorgt dafür, wie warm es in eurem Wohnraum wird. Das schauen wir uns jetzt mal genauer an. Dazu können wir nämlich hergehen und können hier das Drehrädchen einfach abnehmen. Dieses Drehrädchen im Übrigen ist hier über diese Verzahnung, die ihr hier unten drin seht, nicht die obere hier, die untere Verzahnung, greift in diese Verzahnung hinein und sorgt durch Verdrehen, dass der Abstand hier über das Gewinde geregelt einfach nur vergrößert oder verringert wird. Das, was ich jetzt euch hier zeige, macht ihr bitte nicht an euren Ventilen. Diese Thermostatköpfe sind voreingestellt vom Hersteller. Dieses Video ist nur zur Veranschaulichung gedacht, wie es in so einem Thermostatkopf aussieht. Das müssen wir mal klären. Jetzt können wir nämlich auch hergehen. Im Maximumfall können wir das Ding sogar trennen. Da guckt der Pin raus. Wir können die Sache aber noch weiter trennen. Und zwar können wir jetzt dieses kleine Teilchen hier ausbauen. Hier sind einfach nur so Rasthaken hinter. Die hebe ich einfach nur an und kann dementsprechend das Ding hier herauskriegen. Das fliegt jetzt auch zur Seite. Zack. Und dieses Bauteil, das ist ein komplett besonderes Bauteil. Das hier ist nämlich ein Behälter, in dem sich flüssiges Material befindet, welches auf Temperaturveränderungen reagiert. Das heißt, steigt die Raumtemperatur an, dehnt sich dieses Material hier aus. Und das sorgt dafür, dass dieser Stift, der auf das Heizungsthermostat drückt, der wandert einfach etwas weiter heraus. Ich zeige euch das nochmal, dann könnt ihr es besser sehen, mit dem weißen Hintergrund ist es ganz gut. Dieses Material dehnt sich aus, sorgt dafür, dieser Stift wandert weiter raus. Und ihr könnt es euch schon denken. Dementsprechend wird eure Heizung abgeschaltet. Ihr müsst wissen, die gesamte Einstellung, das hatte ich gerade schon gesagt, funktioniert nur über die Temperatur, die hier erkannt wird. In diesem Thermostatkopf. Es gibt Wohnräume, da sind die Heizungsthermostatköpfe komplett zugestellt. So wie hier, anschaulich zu sehen. Dahinter entsteht eine Stauwärme hinter dem Sofa. Oder wenn ihr direkte Sonneneinstrahlung hier auf diesem Thermostatkopf habt, verändert sich die Temperatur in diesem Behälter. Und es wird die Heizung ausgeschaltet. Das heißt, der Raum ist vielleicht eisekalt, das Ding steht aber in der Sonne. Euer Raum bleibt kalt, weil das Ding denkt, der gesamte Wohnraum hat die Temperatur, die er hier erkannt hat.
Und für alle Ungläubigen wollen wir doch mal hier eine Sache durchsimulieren. Ich werde jetzt hergehen und dieses Ding erst einmal ins Eisfach legen. Danach werde ich es auf die Heizung legen und im Zeitraffer könnt ihr sehen, wie das hier arbeitet. Und ich werde euch dann auch sagen, wie lange dieser Zeitraffer, diese Aufnahme in Wirklichkeit gedauert hat. Okay, ich würde sagen, Zeit für den sibirischen Winter für dieses Bauteil. So, ich würde sagen, bis später. So, ein paar Minuten sind rum. Ich will das Ding ja nicht einfrieren. Ich will es hier nur runterkühlen. Oh ja, es ist nicht gefroren, es ist kalt. Das heißt, für eine Wohnung, in der die Heizung nicht an wäre, wäre das jetzt hier nicht das Problem, dass sie eingefroren ist. Aber es muss auf jeden Fall reagieren. So, den Pin mal richtig reindrücken. Und ab jetzt lasse ich das Ganze mal im Extremzeitraffer durchlaufen. Tja, unglaublich, was so ein bisschen Temperaturunterschied in diesem Thermostatkopf auslöst. Ich habe im Übrigen im Wohnraum und in der Küche habe ich mir die Smart Home Thermostate gekauft. Die kann ich auch dementsprechend über eine App außen einschalten. Ich kann die programmieren. Das Video setze ich euch mal eben oben in die Ecke. Ich kann euch die Dinger nur empfehlen. Smart Home in der heutigen Zeit finde ich echt klasse und man kann damit Heizkosten sparen. Aber gut, das war hier unser Video. Hier ist jetzt natürlich, nach dem, was wir gesehen haben, achtet darauf, dass diese Thermostatköpfe nicht verdeckt sind vom Sofawasser direkt vorgestellt wird. Oder Mutter oder Oma hatten früher so Übergardinen, die natürlich auch hier so halb drüber waren, halb die Heizung bedeckt haben. Und dann war Mutti am Schreien, immer die Heizung ist kaputt, die wird überhaupt nicht warm. Ich weiß jetzt warum und ihr wisst auch warum. Achtet darauf, dass dieses Thermostat immer komplett frei zugänglich von der Raumluft ist. So, das war unser Video. Wenn ich euch helfen konnte, informieren konnte, würde mich das freuen. Und dann könnt ihr diesem Video natürlich auch einen Daumen hoch verpassen. Wenn ihr Fragen habt, schreibt sie in die Kommentare. Ich versuche schnellstmöglich zu antworten. Und den YouTube-Kanal TV Solution, den dürft ihr natürlich auch gerne abonnieren. Das war unser Video. Vielen Dank fürs Zuschauen. Wir sehen uns doch bestimmt in einem der nächsten Videos.